Die Deutschen sind damit ohne Punkteverlust Gruppensieger geworden. Der Gegner für das Achtelfinale, der wird das heute Abend mit dem Spiel England gegen Schweden. Aber Deutschland schwimmt nicht nur auf einer Erfolgs-, sondern auch auf einer Euphoriewelle. Und die hat alle erfasst, auch die Politik. Im Bundestag geht es heute ums Budget, aber nur bis 15:30 Uhr haben wir noch die allerletzten Abgeordneten weg. Zum Fußball schauen. Die Sitzung ist geschlossen. Draußen naht Völkerwanderung der Kartenlosen. Alle wollen das Spiel Deutschland-Ecuador sehen, und zwar gemeinsam mit möglichst vielen anderen. Die Feldmeile zwischen Brandenburg-Tor und Siegessäule bietet allen Platz, Minderheit und Mehrheit. Die halben Menschen, plus oder minus, haben sich Punkt 16 Uhr hier versammelt. Und niemand kann die Fahnen zählen, die jeden Tag mehr werden. Deutschland. 3:1. Deutschland verliert, ganz klar, eindeutig. Es ist der Tag der Mehrheit. Die Deutschen schießen das erste Tor. Und das zweite. Und das dritte. Und dann ist in Berlin nur mehr von einem die Rede.